Jo, liebe Leute, schönen guten Tag. Theo hier. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Video und heute habe ich mir was Neues ausgedacht. Und zwar drei billige Fälschungen, drei billige Kopien aus dem Mario-Universum. Also drei Spiele, wo Unternehmen fast 1:1 Nintendo kopiert haben und eine billige Variante daraus gehauen haben von Mario. Nur zur Info, das Gewinnspiel läuft noch 2 Tage, Leute, bis zum Freitag, den 13. mit dem Nintendo 2DS XL. Im Pokémon Design könnt ihr gewinnen, wenn ihr kommentiert, abonniert. Bis zum Freitag, den 13. Leute, ich würde sagen, wir fangen an mit dem ersten billigen Mario-Fake. Viel Spaß! Und das erste Spiel heißt Mole Kart, Leute. Ja, nicht Mario Kart, sondern Mole Kart, was so viel wie Maulwurf Kart bedeutet. Und zwar ist dieses Spiel 2012 von Shanghai Taomi Network Technology Corporation für die Smartphones rausgekommen und es ist eine ganz billige Kopie von Mario Kart, Leute. Man könnte jetzt sagen, alles klar, es ist auch nur ein Kartspiel und es gibt ja viele Kartspiele und Mario Kart hat letztendlich nur das Kart-Genre eingeführt und dann müssen ja Diddy Kong Racing oder Crash Team Racing auch nur billige Kopien sein. Nein, es gibt Kartspiele, die haben richtig gutes Alleinstellungsmerkmal und haben noch kleine Neuerungen reingebracht in das Genre. Aber Mole Kart, ganz ehrlich, es reicht ja nicht, dass es allgemein schon so aussieht mit den Karts und so, sondern die Strecken sind 1:1 noch kopiert von Mario Kart 8 oder anderen Mario Kart Teilen. Wie zum Beispiel hier, guckt euch die Strecke mal an, kommt euch die bekannt vor, Leute, weil es ist 1:1 die Kumu Farm, beziehungsweise die Kumu Weide von Mario Kart und die Strecke heißt sogar noch Mumu Mido, also auch noch der Name ist nicht mal individuell eigen ausgedacht. Das ist alles einfach eine billige Kopie von Mario Kart. Und das alles noch für die Smartphones mit Items, auch noch mit den gleichen Items. Sogar der Bullet Bill, die haben nur die Skins ausgetauscht. Letztendlich die Texturen von den Power-Ups. Leute, ganz billige Fälschung haben wir hier. Die nächste Fälschung, Leute, ist sogar eine Fälschung, die damit durchgekommen ist und sogar relativ erfolgreich damit wurde, beziehungsweise die Firma. Und zwar handelt es sich um Time Warp Productions The Great Gina Sisters, Leute. Viele kennen es. Es sind halt nicht zwei Brüder wie Mario und Luigi, sondern zwei Schwestern. Und das Spiel ist 1:1 von Mario Bros. Inspiriert. Also wirklich, die Sprites sind sogar fast gleich. Immer nur so einzelne Sachen haben die verändert. So wirklich ganz billig. Bei einem Gumba oben noch was drauf gebastelt, so bei den Sprites. Bei einem Cooper auch. Aber Leute, glaubt nicht, dass sie damit durchgekommen sind. Die wollten noch den zweiten Teil raushauen damals. 1988 wollten sie den zweiten Teil raushauen für die Amiga 500 und den Atari ST. Aber nein. Nintendo hat ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht und hat mit rechtlichen Schritten angedroht, weil es wirklich offiziell, offensichtlich so aussieht wie Super Mario Bros. Und es einfach nur eine billige Kopie ist. Da der erste Teil schon relativ erfolgreich war und die Leute einfach mehr Mario wollten nach Mario Bros. Und dann durch Gina Sisters das nochmal so in der Art Mario kriegten, hat sich das relativ gut verkauft. Und so haben sie den zweiten Teil gar nicht mehr rausgebracht, aus Angst vor Nintendo. Letztlich erschien noch ein Spiel, in Deutschland zumindest, mit anderen Spiele-Sprites unter dem Namen Hard and Heavy. Also sie haben es dann komplett verändert. Ganz ehrlich, das war kein Konkurrent für Nintendo oder Mario, sondern es war einfach nur eine billige, diebische Kopie. Die letzte billige Fälschung für heute ist Ultra Dario. Und das kam 2012 raus und guckt es euch an. Es sieht aus wie eine billige Version von Mario, wo wirklich das komplette Schema von Mario geklaut wurde. Die Wolken haben Gesichter, es gibt dort Stachis, es gibt Koopas, es gibt Gumbas, aber alle extrem hässlich. Es ist komplett das gleiche Prinzip wie Mario. Dieser Dario, allein schon der Name, nicht Mario, sondern Dario. Er sieht schon fast genauso aus wie Mario, nur dass sein Bart komplett rumgeht und er nicht nur einen Schnauzer hat. Und natürlich ist das wieder ein Spiel aus dem App Store. Und natürlich, Leute, von links nach rechts, sammelt Münzen ein, kann Blöcke kaputt machen, hat oben rechts auch grüne Pilze als Leben, was eindeutig auf das One-Up angespielt ist. Und natürlich ganz am Ende die Fahne und das Schloss. Also billiger kann man es nicht kopieren, Leute. Ja, liebe Leute, das waren drei billige Fälschungen. Wenn ihr Bock habt auf noch so ein Video, denn es gibt so viele billige Fälschungen, Fake-Games, billige Rip-Offs, da gibt es so viele von. Wenn ihr Bock habt, dann gebt einen Daumen hoch, dann weiß ich, ihr wollt noch so ein Video. Ich bin damit raus, Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein, ciao und tschüss, euer Theo.